Armin! Was machst du da inne? Armin! Ja, was mache ich? Ich bin auf dem WC. Oh, ich hab dir doch Zeit, du sollst mir vorher sagen, weil du wieder musst Pipi machen. Das musst du doch in der Schule einmal ausreden. Mutter, ich bin nicht mehr in der Schule. Und so wie kommt es noch, dass ich dich fragen muss, ob ich aufs WC darf? Ich hab's gewusst, mein kleiner Sohn, Mann, ich hab das schon gemerkt. Und so weiter. Ist ein Drogensüchtiger, ist ein Junkie. So ein blöder Quatsch, ich nehme doch keine Drogen. Was ist das da? Ah, das ist eben jetzt für deine Urinprobe. Das ist die Flasche, die dein Vater seinerzeit den Wein dekantiert hat, bevor er mich damit dann betrunken und schwanger gemacht hat. Und nachher ist der Feigling auf Südamerika abgehauen. Dann ist wenigstens die Flucht gelungen. Ein paar Tröpfchen nur. Also gut, dann machen wir halt einen Speicheltest. Mach's Mühle auf, komm. Komm, mach's Mühle auf. Noch ein Schritt und ich hau noch ab auf Südamerika. Also gut. Dann halt die Haarprobe. Schau mal, vor lauter Drogen sind deine Haare so grau geworden. Ja, du hast schon eine Haarprobe von mir. Von da, wo mich hast klonen mit dem Chemiekasten. Da. Ich gehe jetzt in Leuen und sauf eine Stange. Mein kleiner Bub ist ein Komasäufer. Ich kann an im Fall den Drogentest mit deiner Decke genauso was machen. Aber zuerst soll ich mich ein bisschen beruhigen. Wo sind meine Medikamente? Oh.